Okay. Ich wollte mal Slay the Spire spielen vor Ewigkeiten. Heute ist der Tag. Sieh, was die Lautstärke passt. Ich hab's nie gespielt. Ich glaube, ich will es hier mit Maus und Tastatur spielen, oder? Oh Gott, nee, es funktioniert überhaupt nicht gerade. Nee, wir bleiben bei Controller. Ich hab's nie gespielt. Ich habe ein bisschen Gameplay gesehen, aber ich wusste nicht wirklich, worum es genau geht. Ist auf jeden Fall Roguelite, in dem man mit Karten spielt. Standard. Der Eiserne. TP 80 von 80. Der verbleibende Soldat der Eisernen verkauft seine Seele, um dämonische Energie nutzen zu können. Glühendes Blut. 5 verbleibende Freischaltungen. Ja. Okay. Mal schauen. Maus und Tastatur für Ingame. Ich glaube, ich kriege jetzt die Maus nicht mehr richtig ins Spiel rein. Ich kann die Maus nicht sehen. Ich glaube, wenn man mit Controller startet, dann ist man ein bisschen verloren. Okay, das scheint relativ ähnlich prinzipiell wie Monster Train zu sein vom Aufbau. Wir starten hier, da ist nämlich ein Säckchen. Besiege Gegner, indem du Handkarten ausspielst. Um Karten auszuspielen, brauchst du Energie. Sobald sie dir ausgeht, beende deinen Zug. Zu Beginn deines Zuges ziehst du neue Karten und erhältst Energie. Ja. Spiele defensive Karten aus, um Block zu erhalten, wenn Gegner dich angreifen wollen. Block reduziert ihren Angriffsschaden und verfällt zu Beginn des nächsten Zuges. Ergibt Sinn. Während deines Zuges kannst du die Absicht des Gegners über ihm sehen. Wenn ein Gegner fort dich anzugreifen, sorgt dafür, dass du Block benutzt. Okay. So, dann würde ich sagen, wir schmettern. Schmetter! Dann machen wir Schlag. Dann machen wir noch ein... Nicht genug Energie. Ich habe keine Energie mehr. Oh, mies. Ich hätte blocken sollen, oder? Aber er hatte kein Schwert über seinem Kopf. Das ist halt daran, weil er nicht angegriffen hat. Neun Schaden. Ach, das wegen dem von vorhin. Dann schlagen wir zweimal zu. Oder mache ich ein Blöckerich. Und dann sollte ich nur einen Schadenspunkt nehmen, richtig? Richtig. Tipp keine Karten mehr. Wenn es keine Karten zum Ziehen gibt, wird dein Abwurfstapel in den Nachziehstapel gemischt. So funktioniert Yu-Gi-Oh! Aber nicht. Jo. Ich würde sagen, aktuell noch nicht so viele Möglichkeiten, was ich machen kann. Nicht genug Energie, typischer Mittwochabend. Ist denn schon wieder, ich hatte den Begriff vergessen. Shit, was waren das wohl für Mittwoch? Ne, ich habe keine Ahnung. Er ist tot. Erhalte 4 Panzerrüstung, erhalte eine Karte. Ne, Bergfest. Aber Spritwoch ist auch gut. Bergfest war's. Ne, Freunde, dickes Stat ab. Stats haben oder nicht haben? Ich denke, wir machen die Stahllizenz. Was ist Mittelfinger-Mittwoch? Ich habe nie draufgeklickt. Lege ich richtige Annahme zu der Zeit, als man noch auf Twitter war? Lege ich richtige Annahme, dass Leute da irgendwie Bilder von sich gepostet haben, wie sie Mittelfinger zeigen? War das die Sache? Ich habe Geschichten davon gehört, aber ich habe mich nie getraut, draufzuklicken. Trink und wirf Tränke während des Kampfes. Du kannst Tränke über Räume hinweg mitnehmen. Oh, wir nehmen noch eine Karte mit. Verbrennen? Verliere immer am Ende des Zuges 1 TP und füge allen Gegnern 5 Schaden zu. Yeah. Wähle eine Karte. Halte 8 Block, ziehe eine Karte. Für 6 Schaden zu, nimm eine Kopie dieser Karte aus den Abwurfstapel. Nee, komm, wir nehmen gratis. Wir nehmen die Gratiskarte. Gold nehme ich auch noch mit. Ich glaube, das ist aus einer Radioshow. Ich werde nicht wirklich was kaufen, aber... Zeuge eine Kopie einer Angriffs- oder Machtkarte aus deiner Hand. Auf deiner Hand. Erhalte 2 Stärke. Zieh 2 Karten. Lege eine Handkarte auf den Nachziehstapel. Oh, nein. Erschöpft. Der Gegner verliert für den Rest des Zuges 9 Stärke. Für den Rest des Zuges nur... Dann nehmen wir einen Flammen mit. Nein. Was ist Verbesserung? Wie kann ich Karten... Ich glaube, ich kann Karten noch nicht verbessern. Wir gehen weiter.
Selbst von Armored Core 6 hättest du Interesse, es mal zu spielen. Ich hab's durchgespielt am Wochenende. Ich denke, es war stellenweise frustrierend, vor allem einige Bosse, aber ich mochte es prinzipiell. Du kommst in einen Raum, wo sich ein großes Loch im Boden befindet. Als du im Loch näher kommst, erscheint daraus eine enorme Schlangenkreatur. Ho, hallo! Was haben wir denn hier? Hallo, Abenteurer! Ich stell dir eine einfache Frage. Am erfülltesten ist das Leben, in dem du alles kaufen kannst. Stimmst du zu? Halt am Ende deines Zuges schwach. Nee, ich widerspreche. Ich widerspreche. Ich will keinen Fluch. Ich spiele zum ersten Mal Slay the Spire gerade. Pass auf, wir gönnen uns ein bisschen Stärke. Dann mache ich direkt 8 Schaden. Dann sage ich, die Laus muss raus. Bei der zweiten Laus, die scheint irgendwas anderes zu machen. Scheint nicht direkt anzugreifen. Das heißt, da sollte ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt blocken. Schwach. Oh. Schwach bedeutet, dass ich mehr Schaden nehme, glaube ich. Für 6 Schaden zu nehmen, eine Kopie dieser Karte aus den, auf den Abwurfstapel. Kannst du das direkt mal haben? Warte, ist meine Stärke jetzt schon weg? Oder zählt Stärke nur für die erste Runde? Erhöht Angriffsschaden um 2. Warum ist mein Angriffsschaden jetzt nicht mehr um 2 erhöht? Was, wegen schwach vielleicht? Sieht man, wie viel Energie man hat unten links in der Ecke? Oh ja, shit. Oh mies, warte, lass mich... Lass mich in die andere Szene gehen. Ich dachte mir, oh ja, ich werde es einfach in die Isaac-Szene mit reinmachen. Da wird das schon passen. Ich will bei der Isaac-Szene die Cam nicht bewegen. Jetzt passt das wieder nämlich alles gar nicht mehr. Alte 5 Stärke, verliere am Ende deines Zuges 5 Stärke. Gib mir Gold, gib mir eine Karte. Füge einen Gegnern 4 Schaden zu und wende einen verwundbar auf sie an. Klar, nehmen wir mit. Du hast gleichzeitig einen Stärke-Debuff. Okay. Kampfbeginn! Zorn, bumm! Entflammen, bumm! Schlag! Und verteidigen. Aber ich werde trotzdem ein bisschen Schaden nehmen, das gefällt mir gar nicht. So, ich glaube, jetzt sollte ich nichts zu Wichtiges verdecken. Yeah, okay. Blitz und Donner, füge einen Gegnern 6 Schaden zu und wende verwundbar auf sie an. Kannst du erstmal verwundbar haben, dann kriegst du 50% mehr Schaden. Machen wir das? Oh, 12. Stark. Ups. Okay. Nicht genug Energie. Schaden nehmen gehört dazu. Das ist ein Versager-Mindset. Mit so einem Mindset kann das ja alles nicht gut gehen. Zorn? Stark. Eine Karte. Verliere 2 TP, füge 15 Schaden zu. Yeah! Der Hämokinese! Feuer. Nee, wir kämpfen. Wir kämpfen. Wir müssen uns nicht ausruhen. Dumm Bonfire. Was, bin ich Dark Souls? Bin ich John Dark Souls? Zorn. Er macht einen fügt einen Gegnern 4 Schaden zu, wende verwundbar auf sie an. Wir machen das nochmal zusätzlich. Der wird irgendwas Komisches machen. Ich glaube, der hätte mir Block nichts gebracht. Erstmal eine Karte nehmen, die Schaden an einem selbst macht. Warum nicht? Achso, wegen dem Schaden nehmen des Versager meinst du. Es ist nicht direkt Schaden nehmen, wenn man sich selbst den Schaden zufügt. Das ist was ganz anderes. Was komplett anderes ist das. Wir blocken eine Runde ab. Oh, warum wurde er sauer? Oh nein, er wird jetzt mal sauer, wenn ich ihn angreife. Ist das eine Sache? Erzürnen. Erhält immer, wenn du eine Fertigkeit ausspielst, 2 Stärke. Das finde ich gar nicht gut. Ich mache erstmal das. Stark. Zorn. Schlag. Oh! Es hat ausgereicht.
Er hat ja Zürnen gecastet. Oh. Aber er sollte trotzdem, diesmal nämlich eine Angreife, stärker werden. Wenn du 10 Angriffe spielst, erhalte Münzen. Inspire sind Relikte mit einem einzigartigen Boni zu finden, die du für den Rest des Runs behältst. Du kannst den Truhen nur durch Besiegen von mächtigen Gegnern finden. Okay, erhalte eine Karte. Verdopple dein aktuelles Block. Füge neuen Schaden zu, ziehe eine Karte. Nee, ich will nichts davon haben, ehrlich gesagt. Ich will keine davon haben. Ausruhen, schmieden. Wie viel HP habe ich gerade? 71 von 80. Nee, komm, das schmieden wir. Er wird geschmiedet! Okay, prinzipiell ist das Spiel sehr ähnlich wie Monster Train, beziehungsweise Monster Train scheint sehr stark von Slay the Spire inspiriert zu sein. Dementsprechend, ich weiß ungefähr Bescheid, wie es hier läuft. 20. 8. Mit einem Gegnern 7 Schaden zu. 3 verwundbar. Komm, wir machen für 3 Runden verwundbar. Schmettern plus. Slay the Spire hat auch unfassbar gute Character-Mods. Ja, ich habe schon gesehen, als ich Slay the Spire gespielt habe, wo ich gefragt habe, ob ich die Basic-Version oder den Mod-Launcher starten will. Ich habe gesagt, ne, lass mal die normale Version starten. Lass mal die normale Version starten. Und verteidigen. So, rausfinden ist eh immer das spaßigste in Schurkenleichte. Ach, man, nicht mein Gold. Oh, mieser Kerl. Es wird geschmettert, plus. So, nimm 50% mehr Schaden. Das heißt, wenn ich jetzt Hämokinese mache. Yeah. Yeah. Zurückgestohlen. Flüchtig. Hast die Karte am Ende deines Zuges auf der Hand, erschöpft sie, ist also für den Rest des Kampfes aus deinem Deck entfernt. Alte 2 Stärke, verlier am Ende deines Zuges 2 Stärke. Ne, wir nehmen die Geisterrüstung. Ich denke, 10 Block zu haben ist ziemlich gut. Ah, Murmelsack! Wende zu Beginn jedes Kampfes einen Unverwundbar auf alle Gegner an. Ach, ein Verwundbar. Oh, das ist super gut, was? Ich dachte kurz, warum auch immer ich dachte, dass sie kurz für die erste Runde unverwundbar werden. Womit fangen wir denn am besten? Wir machen Zorn zu Beginn. Säure, Schleim oder Plünderer? Plünderer klaut mir Geld. Aber der Säureschleim stirbt schneller. Weg mit dir, Säureschleim. Ja, und dann noch eine Runde verteidigen. Kannst du nach diesen 10 Minuten bitte eine ausführliche Meinung zum Spiel geben? Danke. Ja. Ich werde euch gleich mal wissen lassen, was ich davon halte. Nee, komm, immer schön abblocken. Auch wenn die Blockkarte ein bisschen nervig ist. Es wird geschmettert. Und Geisterrüstung. Ich hätte noch mit was anderem angreifen können, aber die gute Geisterrüstung, wie soll ich da nein sagen? Ich hoffe, ich kann mein ganzes Geld wieder zurückklauen und nicht nur ein bisschen was davon. Wenn ich nur ein bisschen was zurückklauen kann, dann werde ich nicht begeistert sein. Okay, mein ganzes Gold wieder. Sehr schön. Flüchtig. Füg 20 Schaden zu. Immer wenn du... wenn du durch eine Karte TP verlierst, erhältst du einen Stärke. Oh, das ist auch gut. Der Gegner verliert für den Rest des Kampfes 2 Stärke erschöpft. Oh. 2 Stärke. Ich glaube, 2 Stärke lohnt sich nicht, oder? Was meint ihr? Ich glaube, 2 Stärke ist zu wenig. Wir nehmen Blutbad mit. 2 Stärke ist echt nicht viel.
Zwischen den Steinen und Brocken fällt dir eine aufwendige große blaue Statue, auf die einen Flügel darstellt. Du siehst Gold aus einigen Rissen quillen. Vielleicht ist im Inneren noch mehr. Entferne eine Karte aus deinem Deck, verliere 7 TP. Wir nehmen das Gold mit. Ich meine, ich würde eine Karte entfernen wollen, so eine dumme Blockkarte oder so, aber ich würde jetzt nicht TP dafür aufgeben. Entwaffnen ist eine der besten Karten, finde ich. Was waren Entwaffnen? Hier, du Laus, hast du ein Blutbad. Strategisch, Gegner will einen Buff einsetzen. Okay, er wird also nicht angreifen. Das heißt, ich werde auch direkt einen Buff einsetzen. Das ist minus 2 Stärke. Oh, wirklich? Meinst du, das ist gut? Ich habe das Gefühl, wenn ich so drüber nachdenke, wir hatten vorhin schon so einen Teufel, der 16 Schaden gemacht hat. Und da habe ich das Gefühl, wenn von solchen Zahlen reden, dass sich es da nicht mehr wirklich lohnt. Alter, ist ja schon fast tot. Er ist ja gleich tot! Füge einen Gegner 8 Schaden zu. Nein, schwach auf alle Gegner an. Ja. Wir nehmen einschüchtern. Wir nehmen einschüchtern. Lagerfeuer. Was ist Lagerfeuer überhaupt gewesen? Ah ja, das war das. Nur schmieden wir. Kann ich Karten zweimal schmieden? Nein. 20. 28. Nehmen wir mit! Manchmal machen die 6x2 Schaden, was dann minus 2 ist gleich 0 wäre. Oh ja, wenn sie öfter angreifen, dann... okay, ja, da würde sich minus 2 sehr lohnen. Halt zu Beginn von Bosskämpfen. 25 TP? Hallöchen! Da müssen wir uns gar nicht ausruhen. Da müssen wir uns nicht mal ausruhen. Erhalte 3 Stärke. Yeah, komm, nehmen wir. Nehmen wir mit! Los geht's. Bosskampf! Erstmal einschüchtern. Dann Blutbad! 42 Schaden! Was für ein Moduswechsel? Schlag. Ach, der ist im Schildkrötenmodus. Defensivmodus und Stachelhaut. Das finde ich gar nicht gut. Stachelhaut ist wahrscheinlich, wenn ich wenn ich generell angreife. Ich habe nichts Defensives. Mies. In Monster Train gab es auch so ein, ich glaube es war das Naturvolk, da hat man auch sehr viel auf, da haben wir 8x2, da hat man auch sehr viel auf sowas gespielt. Auf Stachelhaut, so ein Kram. Nee, komm, ich will keinen Schaden nehmen. Da turteln wir auch mal eine Runde. Fünf mal vier. Verteidigt man sich nur gegen einen Angriff oder gegen mehrere? Okay, wie funktioniert das? Blockt man nur einen Angriff ab? Oder ist der Block wie Soul Heart und er verschwindet dann, wenn die gewisse... Also sagen wir, ich hätte jetzt 8 Verteidigung, okay? Sagen wir, ich hätte jetzt 8 Verteidigung mir geholt und er würde mich 2 mit 5 angreifen. Der zweite Schlag davon blockt Schaden, nicht Angriffe. Aber er hat ja jetzt... Okay,
Dann nimmst du 2 Schaden. Lockt Schaden nicht Angriffe. Er hat ja mehrfach angegriffen. Ich habe trotzdem super viel Schaden genommen. Also wenn ich jetzt 10 Verteidigungen gehabt hätte gerade eben, hätte ich dann 2 Schläge abgewehrt. Von seinen 5er Schlägen. Wenn du 2 und 5 machst, brauchst du 10 Block. Okay. Okay. Ich dachte, dass 5 Block, das würde ich für jeden Schlag helfen. Aber nee, ist nur für 5 Schaden, die ich nehme. So, wir haben ein Problem gerade. Hast du noch, verwundbar. Fuck! Ich werde jetzt nicht angreifen, wenn er im Schildkrötenmodus ist. Die dumme Stachelhaut, mach die weg. Na, ich meine, ein bisschen. 3 Schaden erhalte ich. Komm, können wir machen. Nehmen wir mit. Tat weh, war es aber wert. Mies, ich habe keine... Ich habe zu viel... Ich hätte mehr Verteidigung mitnehmen sollen. Du hast 5 Block gegen 20 Damage gehabt und deswegen 15 Damage bekommen. Okay, ich verstehe. 16 Schaden. Können wir auf 6 Schaden reduzieren. Ich kann nicht angreifen. Ich kann, okay, jetzt. Nach 50 Schaden kommt der Moduswechsel wieder. Dann sollten wir besser dafür sorgen, dass er nach den 50 Schaden tot ist. Und das? Und wir das? Ja, fuck, ich bin tot. Oh ne, er greift jetzt nicht an. Nächste Runde. Sehe ich das richtig? Denk an deine Tränke. Ich habe Tränke? Was für Tränke? Oh. Ich dachte, es wären passive Boni gewesen. Hm. Peinlich. Eine peinliche Aktion ist das. Egal, wir haben ihn. Feuertrank füge 20 Schaden zu, erhalte eine Karte. Wie auch immer, zu Beginn eines Zuges ein TP und ziehe eine Karte. Nee. Erhalte 30 Block? Yeah. Ja, das nehmen wir mit. Ist weit zu gut, würde ich sagen. So weit, so gut. Während gelegt. Erhalte in deinem Zug Geld. Du kannst dein Lagerfeuer nicht mehr schmieden. Nee, was ist denn das? Was ist denn das Gelbe? Ist das Gold? Was ist das für eine Währung? Das ist Energie? Was heißt, erhalte in deinem Zug Energie? Halt in deinem Zug Energie immer, wenn du eine Truhe aus der Bossruhe öffnest, nimmst du einen Fluch. Wie Mana. Ja, ich weiß, aber was bedeutet, dass ich es in meinem Zug bekomme? Du hast 4 statt 3 pro Zug, okay. Hm. Das will ich auf jeden Fall. Komm, wir brauchen keine Schatztruhen. Vor allem muss ich die Schatztruhen nicht mitnehmen. Ich will zum Fragezeichen. Aus dem Eckart der Erste. 68 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Was haben wir denn hier Schönes? Auf alle Gegner schwach. Ich hab gehört, ihr seid schwach. Was haltet ihr davon? Ach, reicht leider nicht. Mies. Kannst Fluchkarten im Shop loswerden? Okay.
Außerdem von Nihilios. 7 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Und Flammen gönnen wir uns. Ich werde keinen Schaden nehmen diese Runde. Stirb, Plünderer. Also, wir geben dir ein bisschen verwundbar. Ja, gut. Wir sind mit dem Schwert hauen. Der sieht ein bisschen wie Johnny aus, oder? Das bilde ich mir nicht nur ein, richtig? Es wird geschmettert. Kann man dann zorn. Fertig. Hast du dich schon im Slayer Spire Turnier angemeldet? Ja, das ist gerade die Qualifikation. Füge 13 Schaden zu, wenn einen schwach und verwundbar an. Ach, schwach und verwundbar sind verschiedene Dinge. Füge 12 Schaden zu, wende 2 schwach an. Ich glaube, ich mag den Kinnhaken. So, Upgrade auf den Rückweg bei McDonald's angehalten, ist jetzt nicht mehr so schlimm. Hast du viel Slay the Spire gespielt, Fully? Vor dir befindet sich ein kunstvoller Schrein, der einem uralten Geist gewidmet ist. Erhalte Gold. Verliere am Ende des Zuges pro Handkarte 1 TP. Wir nehmen einfach 100 Gold mit. Ohoho. Füge 2x5 Schaden zu. Zorn. Rabatt. Ich meine, Zorn haben oder nicht haben. Muskelspiel ebenfalls gut. Was ist denn das hier? Verbessere beim Aufheben 2 zufällige Fertigkeit. Verbessern macht Karten mächtiger. Karten können nur einmal verbessert werden. Ah, 2x Verteidigen wurde verbessert. Naja. Warte, Steam. Hier gibt es Steam Sale und nicht erst jetzt. Alte 5 Block, verbessere eine Handkarte bis zum Ende des Kampfes. Mische 3 zufällige Angriffe in den Nachziehstapel. Sie kosten diesen Kampf 0. Das klingt gut. Außer von March, ja, 61 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Ich habe es ein paar Stunden gespielt. Okay. Also Fully Slay the Spire Spielzeit. Okay. Bisschen Zorn. Bisschen Kinnhaken. Bisschen Zorn. Bisschen Blutbad. Ja, für die Metamorphose reicht's nicht, aber ich denke, es war trotzdem ein guter Zug, ehrlich gesagt. Ich mag das aber sehr. Ja, ich finde es bisher auch sehr spaßig. Ich habe das Gefühl, ich bin an sich mit dem Spiel vertraut, weil ich habe es schon so oft angemerkt in diesem Stream. Aber, ich habe Monster Train gespielt, was, wie sich herausstellt, einfach sehr stark inspiriert von Slay the Spire ist. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich habe das Spiel mein Leben lang gespielt an dem Punkt. Ich habe Monster Train nicht so viel gespielt. Fürs Protokoll. Wir machen mal das. Trank nicht vergessen. Trank kann ich doch nur einmal insgesamt einsetzen, oder? Ja. Die will ich schon für größere Kämpfe dann aufheben, glaube ich. Es wird geschmettert, du Arschloch. Zusammenstoß plus nur spielbar, wenn alle Handkarten Angriffe sind. Fügt. Yes! Das ist gratis! Yes! Das nehmen wir mit! Wendig. Verwundbar. Wendig und verwundbar. Wie ich beim Völkerball. Erhält bei Angriffsschaden 3 Block. Erhaltener Block erhöht sich, wenn Wendig ausgelöst wird. Setzt sich zu Beginn eines Zuges auf 3 zurück. Das klingt ein bisschen nervig. Muss ich ehrlich gestehen.
Wir geben dir erstmal das mit auf den Weg. Die verteidige ich. Dann kriegst du noch einen Schlag. Geblockt. Au, ich habe gar nicht viel geblockt. Meine Leben sehen nicht gut aus aktuell. Die sehen überhaupt nicht gut aus. Was hat der auch sein 7x3? Was ist für ein 21er? Geschöpfte Karten werden für den Rest dieses Kampfes aus seinem Deck entfernt. Achso. Nee, ist ein bisschen zu spät für Metamorphose an dem Punkt. Wir müssen den Kampf zu Ende bringen. Schnelligkeitstrank. Füge dreimal einem zufälligen Gegner 3 Schaden zu. Füge 6 Schaden. Füge 6 Schaden zu, fügt für jede deiner Schlag beinhaltenden Karten plus 3 Schaden zu. Was meinen die mit für jede meiner Schlag beinhaltenden Karten? Meinen die welche? Die meinen welche, die ich auf der Hand habe, oder? Wir finden es raus. Für jeden Schlag im Deck. Oh, das ist gut. Ich glaube, ich sollte den einen oder anderen Schlag im Deck haben. Ich habe mich mal eine Runde ausgeruht. Bla 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 bla. Erhalte 5 maximale TP, verliert 20 TP, werde verflucht, Verfall. Pass auf. Das bei Opfern, die Reihenfolge hier ist relevant, oder? Die fünf maximalen TP, die ich bekomme, werden die aufgeheilt oder nicht? Sprich, habe ich dann 73 von 85 oder bleiben wir bei 68 von 85? Ich krieg 73 von 85, das heißt, ich verliere nur 15 TP. Sind 15 Schaden, okay. Dann nehmen wir das mit. Die andere Scheiße, der vertraue ich nämlich noch weniger. Oh, da ist ein Messer. 161? Fangen wir mal damit an. Ich hätte ihn jetzt schwächen sollen. Ich habe nichts zum Schwächen. Geisterrüstung. Blutbad plus. Wünsch mir Glück. Wunde unspielbar. Hier wäre gleich unspielbar. Ist erstmal geschwächt. Kann ich noch ein bisschen... Wir können auch verwundbar machen. Verwundbar ist wichtig. Komm schon. Oh! Mächtige Sache. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Hat ein bisschen wehgetan, aber war es wert. Ich werde 12 Schaden nehmen. Au. Mit dem großen Messer willst du nicht in der Innenstadt gesehen werden. Die werden das nicht gerne sehen. 22. Komm, die 22 kriegen wir down. Wir geben einen kleinen Bonus. Machen wir Zorn. Machen wir ein Schlägchen. Und dann haben wir den Tod besiegt. Und ich wurde um 6 HP geheilt. Toxisches Ei. Jede Fertigkeitskarte, die du erhältst, ist verbessert. Dankeschön. Dankeschön. Erhalte 5 Geschicklichkeit. Verliere meine des Zuges 5 Geschicklichkeit. Geschicklichkeit verbessert von Karten erhaltenen Block. Okay. Verdoppelt dein aktuelles Block. Der Gegner verliert für den Rest des Kampfes 3 Stärke und... Ja. Ja. Diesmal nehmen wir es mit. Mh.
Wie war das nochmal? Ich habe eine verfluchte Karte in der Schatztruhe, richtig? Jetzt ein toxisches Spiegel, das wär's. Kann man ganz leicht selber machen. Aber ich krieg ansonsten noch normales Zeug raus. Trankgürtel. Erhalte beim Aufheben 2 Trankslots. Weiß nicht, ob es das wert war. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe es versucht. Verwundbar. Erhalte 2 Stärke. Verliere am Ende deines Zuges 2 Stärke. Wir brauchen die Geisterrüstung. Ich kann entweder schmetternder Kinnhaken machen. Oh, ich kann auch schmettern, aber es macht nicht genug. Die machen zusammen 18. Das heißt, wenn ich 15 ablocke, sind wir ganz gut dabei. Kann mir bitte jemand erklären, was das für ein Spiel ist? Ja, ein Kartenspiel. Tränke sind stark eigentlich, ja. Ich will sie nur nicht ohne Grund einsetzen. Ich weiß nicht, wie ich zur Metamorphose stehe. Was, wenn ich sie jetzt einsetze? Okay, da werden keine Karten aus meiner Hand verwendet. Oh, Reue. Die Reue bereue ich. Dann noch der Schlag. Und dann der Block. Au. Ach, mies. Zweiundzwanzig Block, aber von euch wird keiner angreifen. Das heißt, wir brauchen das gar nicht. Wichtig. Wichtige Sache war das. Ehrlich gesagt, die Hämokinese fühle ich gerade nicht. Wenn man Tränke verändern kann, dass man Schaden nimmt, lohnt es sich meistens schon. Ich habe doch nur hauptsächlich Tränke, mit denen ich... Oh ja, ich habe den Geschicklichkeitstrank, Steroidetrank, Schnelligkeitstrank. Schicklichkeit verbessert von Karten erhalten im Block. Das heißt, dafür muss ich aber... Okay, ich habe einen Block da. Können wir nehmen einen Schluck? Machen wir das. Gönnen wir uns noch 3 Stärke. Dann schmettern wir rein. Geblockt. Was ein Arschloch. Schon habe ich ab... Ja, yeah, genug geblockt. Genug geblockt. Easy. Okay. Können wir Schwäche auf dich machen? Kostet 1 weniger für jeden deiner TP-Verluste, die in diesem Kampf fügt 21 Schaden zu. Wir können es verwundbar machen. Entwaffnen plus ist auch so wichtig. Was? Auf einmal hatte ich nur starke Karten auf der Hand. Immer wenn du durch eine KTP verlierst, erhalte eine Stärke. Ist ja was? Doch, doch, doch. Das ist nicht übel, das ist nicht übel. Wir machen Fragezeichen, weil ich Angst vor den Kämpfen habe. Ah, fuck. Erhalte 2 Stärke, verliere am Ende deines Zuges 2 Stärke. 10 Blutriss für den ganzen Kampf oder nur für diese Runde? Blutriss zählt nur für diese Runde, oder? Sehe ich das richtig? Das heißt, wenn ich nächsten ganzen Kampf... Ist eine Machtkarte. Auch Machtkarten gelten für den ganzen Kampf? Oh ja, Entwaffnen ist auch eine. Dann gönnen wir uns doch direkt ein bisschen was.
Was machst du? Strategisch? Gegner will einen mächtigen negativen Effekt auf dich wirken. Ja, wäre auch zu einfach, wenn es ein schwacher negativer Effekt wäre. Verwirrung. Ich bin sehr verwirrt. Immer wenn du eine Karte ziehst, sind ihre Kosten zufällig. Lohnt sich für Metamorphose soweit jetzt erstmal? Ich wünschte, der Block würde nicht so viel kosten. Ich muss. Ich kann nicht. Fuck. Ich muss ihn einsetzen. Ich kann ansonsten mir nicht leisten, so viel Schaden zu nehmen. Verwundbar. Wichtig. Perfekter Schlag. Oh, warte, wenn ich Energie, wenn ich Energie nicht verwende, geht ihr in die nächste Runde über? Wird die dann in der nächsten Runde noch, aufgespeichert? Nein. Warum habe ich dann 5 von 4? Snacko. Ich gebe mir ein bisschen Stärke, Snacko. Dein zweites Relikt hat dir eins gegeben. Ah ja, ich hatte irgend so ein Relikt. Füge Schaden in Höhe des aktuellen Blocks zu. Füge 2 Schaden zu. Hm. Naja. Okay, es wird Zeit, Snack zu besiegen, sonst haben wir ein Problemchen. Puh. Verliere am Ende deines Zuges 1 TP und füge einen Gegner 5 Schaden zu? Nein. Füge 14 Schaden zu, wende 3 schwach an. Mit dem Feuerpack Plus, damit kann ich vielleicht eine Karte entfernen, die ich gerade nicht haben will. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um meine HP inzwischen. Muss ich mal so ganz ehrlich gestehen. So, Geisterrüstung reicht, damit ich keinen Schaden nehme. Komm, wir gehen zuerst auf den Kultisten. Ich hätte Muskelspiel einsetzen sollen. Ach, egal. Nächstes Mal, bevor du den Zug mit Zufall Energie beendest, kannst du einen Schnelligkeitsdrang einsetzen. Oh ja. Damit kann ich Karten ziehen, stimmt. Einschüchtern. Oh ja, ich habe andere als andere Karten als Angriffskarten auf der Hand. Machen wir das. Sehr schön. Oh, ich hätte Schmettern zuerst. Nein. Oh, fuck. Egal. Du stirbst jetzt. Und ich habe noch 5 Verteidigung, was mir aber nichts bringt, weil ich jetzt verflucht werde. Leide. Bann? Immer wenn du eine Nicht-Angriffskarte ausspielst, misch dir einen benommen in deinen Nachziehstapel. Okay, wir wollen also definitiv nur Angriffskarten spielen an dem Punkt. Weil es mir nicht schwerfällt, weil ich gute Angriffskarten auf der Hand... Oh, 46 Schaden! Weil ich gute Angriffskarten auf der Hand habe. Okay. Spielerzug. Kommt Zorn und raus. Bluttrank, halt... Oh, das ist so gut. Wir haben Gegner 8 Schaden zu. Schöpfe alle Handkarten außer Angriffe und erhalte 7 Block für jede. Ist nicht verkehrt. Ah, ich werde mal versuchen, ein bisschen an HP zu kommen, damit wir vielleicht ein bisschen weiterleben können. Denn wir nähern uns dem Bosskampf.
Warte, werde ich damit jetzt Reue, damit lege ich Reue weg und kriege Block dafür. Sehr schön. Sehr, sehr schönes Ding. Wir leben wie Larry. Schmettern plus. Verteidigen. Entflammen. Und dann kommt der Zusammenstoß. Oh, 28 Schaden. Und ich habe noch ein bisschen Verteidigung rausgeholt. Ich hasse diese dreifachen Angriffe gerade. Die stören mich sehr. Bin ich gar kein Fan von. Wir fangen damit an. Ich würde erstmal ein bisschen geschwächt, dann machen wir das. Dann haben wir ja eh gewonnen. Kinnhaken. Weg mit dir. Alter, 16 Block. Immer wenn dich in diesem Zug ein Gegner angreift, füge ihm... Oh, Flammenwall. 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 Ich denke, ich ruhe mich aus. Ich denke, ich ruhe mich aus erstmal. Oh, der hat eine Krone. Ah, nee, warte, ich werde 25 bei jedem Bosskampf... Ah, fuck, das habe ich vergessen. Schöpfe eine Karte, zieh drei Karten. Komm, wir können Schlag weglegen. Du bist gerade verwundbar, okay. Das heißt, wir schmettern direkt ein Blutbad Plus rein. Wichtig. Wenn du durch TP... Ja, Blutriss wollen wir definitiv für den Anfang haben. Dann ein bisschen Verteidigung, schätze ich. Schlag ins Gesicht. Oh, fuck, der hat mir... Oh, nein. Karten bringen dir 25% weniger Block für zwei Züge und ich erleide 50% mehr Schaden. Oh, Freunde. Das sieht nicht gut aus für mich. Das sieht gar nicht gut aus. Wir müssen erstmal ein bisschen verwundbar raushämmern. Oh nein, das ist nicht gut. Au. Okay, ich kann mir 5 Stärke auf jeden Fall geben. Ein bisschen Zorn. Das würde mir nichts bringen. Wir brauchen die Geisterrüstung. Verteidigen plus. Ich meine, ich krieg einen Stärke dazu, dadurch, dass ich einen TP verliere. Das könnte also schlimmer sein. Das Problem ist nur, ich hätte wirklich angreifen müssen in dieser Runde. Ich denke, ich bin relativ tot an der Stelle. Zorn. Verteidigen. Warte, verteidigen hätte ich eigentlich machen müssen. Ah, egal. 24 ist es nicht wert. 10. Er wird nicht angreifen. Ich hätte nicht Verteidigung machen sollen. Oh, fuck. Oh, das sind so viele Debuffs. Entwaffnen plus erstmal am wichtigsten. Erschöpfe alle Handkarten außer Angriffen, füge 12 Schaden zu. Kinnhaken, wende einen schwach und verwundbar zu. Zusammenstoß plus. Okay. Aber ich gebe nicht auf ohne den Kampf. Warum kriegst du plus 2 Stärke? Wir drehen mal den zufälligen Gegner 3 Schaden zu. Na, erstmal muss er ein bisschen geschwächt werden und erschöpft. Dann machen wir das Boomerang-Schwert. Schöpfe alle Handkarten außer Angriff und erhalte 7 Block für jede.
Ja, das war nichts. Warte, ich habe wieder drei Energie. Oh, warte. Wir ziehen ein paar Karten. Plus zwei Stärke. Er hat schon schwach aktuell, aber macht trotzdem so viel Schaden noch. Wir machen Feuerpack plus. Egal, ein bisschen Block ist wichtig. Ich schöpfe allein Karten aus Angriffe erhielt. 7. Ach, okay, da steht bei den Karten, was die alle sind. Das heißt, das bringt mir nichts. Okay, komm schon. Es könnte schlechter laufen. Er ist auf jeden Fall erstmal noch für die nächste Zeit verwundbar. 15 Rüstung. Und meine Verwundbarkeit endet. Und wir gönnen uns einfach mal die 5 zusätzliche Stärke. Schaden? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay. Nein, Niederlage unmöglich. Oh doch, sie ist möglich. Oh, er hat 6 Angriff. Was ist der Kristall-Metallschicht? Er hält 5 Block am Ende des eigenen Zuges. 32 Schaden macht der nächste Runde. Ist doch nicht dein fucking Ernst. Kann nicht sein. Okay. Egal, ich hab 18 Block noch rausgeholt. Das war relativ glücklich. Es wird so knapp. Ich hasse das. Ich hasse das. 5 Block. Zorn. 22. Blutbad. Und dann noch das. Oh! Ich würde ganz sagen, ich kann es auch gewinnen, aber nächste Runde bin ich tot. Wenn noch einmal an... Ah, fuck, er greift noch einmal an. 3 Stärke. Füge dreimal einem... Ich mach das... Ich verliere 2 TP, aber das erhöht nochmal meinen Angriff. Boomerang-Schwert. Oh! Oh, der Champion ist gefallen! Wer einen von 3 zufälligen Angriffskarten, nimm sie auf die Hand. Sie kostet diesen Zug 0. Okay. Puh. Wir haben ihn geschafft. Ja, es war nicht mal knapp. War absolut kein Problem. Stelle 6 TP, erhalte 2 Energie, ziehe 5 Karten. Füge einen Gegnern 4 Schaden zu. Eile die TP, die sie verloren haben. Oh, ich glaube, wir nehmen den Schnitter, wenn ich ein bisschen HP regenerieren kann. Ich glaube, ich sollte die Bossruhe mitnehmen. Alter, in deinem Zug, du kannst keine Tränke mehr aufnehmen. Wähle beim Aufheben 3 Karten, transformiere und verbessere sie dann. Alter, in deinem Zug, Energie, du kannst nicht mehr die Absicht von Gegnern sehen. Ich glaube, wir nehmen Susu mit. Shit, ich hätte schauen sollen, wo es überhaupt als nächstes hingeht. Okay, ich bin wieder voll aufgeheilt. Das ist gut. Ich werde angegriffen, das ist schlecht. Wir machen den Flammenwall.
Ja, wenn ich durch eine Karte TP verliere, kriege ich Stärke, werden sich gut, da brauchen wir aktuell nicht wirklich. Wir machen Metamorphose. Na gut, dann machen wir dann doch noch das, wie es aussieht. Okay. Die werden jetzt sowieso alle ab. Verfällt die Rüstung von Gegnern nicht oder verfällt die erst nächste Runde? Oh fuck, ich hasse das jetzt schon wieder. Ich hasse die ganze Situation jetzt schon wieder. Erst nächste Runde. Oh, mies. Miese Sache. Wenn die jetzt mal ein bisschen Schaden fressen, wie es aussieht. Für einen Gegner 7 Schaden zu heile. Lass mal das machen, bevor wir irgendwas anderes machen. Oh, das war so gut. Das war so gut, wollt ihr mich verarschen? Ich mach erstmal 9 Schaden. Okay. Ah, du willst nächste Runde erst abwehren. Aber ich dachte, er hätte schon ein Schild. Na egal. Einer ist tot. Aber er stirbt nicht. Er hat Fragezeichen über seinem Kopf. Warum stirbt er nicht? Nachwachsen. Ich kann den Dunkelling aber nicht nochmal angreifen. Welche Karte will ich weglegen? Komm, wir legen den Verteidigen weg. Hätte ich nicht 3 Karten ziehen sollen? Nee. Ich habe Verteidigen eingesetzt. Ich habe Feuerpakt eingesetzt. Oh Gott. Das war dumm. Einschüchtern. Füge Schaden in Höhe des aktuellen Blocks zu, fügt 9 Schaden zu. Ist besser als nichts. Ist besser als nichts. Oh, ich hätte das zuerst machen sollen, damit ich meinen eigenen Angriff erhöhe. Ich habe das Gefühl, ich mache viele Fehler, aber das ist okay. Denn der zweite ist tot. Darf man Händchen halten? Na, ich... Oh Gott. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Also. Mach auch zufälligen Gegnern den Schaden, mir egal. Zusammenstoß. 23 Schaden. Mach mal den weg. Zorn macht 11. Dann noch die 26. Reicht halt nicht ganz. Trank nicht vergessen. Ich kann keine Tränke mehr verwenden. Für einen Gegner 9 Schaden zu. Wichtig. Wahrscheinlich hätte ich die Muskeln vorher machen sollen. Naja. Ich hab den Kampf gewonnen. Gute Neuigkeiten. Ich glaube, ich finde Flammenwald ziemlich gut. Oh, ich kann keine Tränke mehr erhalten. Ich kann den einen, den ich habe, noch verwenden. Okay. Was haben wir überhaupt alles für Gegner? Explodierer? Ich habe das Gefühl, dass wir den Explodierer loswerden wollen. Würdet ihr dem soweit zustimmen? Wenn ich das so behaupten würde. Ist doch der Einzige, der angreifen wollte. Hey! Ihr könnt mir nicht einfach 4 Karten ins Deck packen. Oh, ich habe keine davon gezogen. Oh, ist das peinlich. Oh, ist das peinlich für euch. Ich spiele so viele Karten ins Deck und ich ziehe da nicht mal eine davon.
Ja, hier minus 3 Stärke. Ich habe immer noch keinen Benommen gezogen. Naja, umso besser. Umso besser. Außerdem von Inferno Chaos, 2 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Ja, das war sehr unangenehm. Nimm einen zufälligen Angriff auf die Hand. Dieser kostet für diesen Zug 0. Erschöpft. Yeah! Yeah! Das nehmen wir. Verzeihung? Stirbt in 5 Zügen. Wie überlebe ich 5 Züge? Oh, mit jedem Angriff, der nimmt. Verliert beim Erleiden von Schaden genauso viel Stärke für diesen Zug. Oh, das ist hilfreich. Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich überlebe. Komm, kriege ich hin. Wir legen die weg, die ist mir zu teuer. Entwaffnen. Oh, da bleibt nichts mehr übrig. Na gut, und noch ein Schlag. Sehr schön. Das ist ein spaßiger Gegner, muss ich sagen. Der ist ein richtiger Schwundling. Kennt ihr das, wenn die Mädchen euch Schwundling nennen? Ich auch nicht. Ich hätte nichts gegen den Gratis-Angriff. Füge 12 Schaden zu, wende 2 schwach an. Das finde ich ganz gut erstmal. Machen wir einen Schlag. Dann machen wir noch einen Schlag. Dann werde ich 2 Schadenspunkte nehmen. Das ist okay. So, wie viele Runden hast du noch? In 2 Zügen stirbst du. Oh. Ich habe da noch eine Fertigkeit auf der Hand. Flammenwelle. Dann noch verteidigen. Dann machen wir Zusammenstoß. Ja, würde ich sagen, da bleibt nicht viel Damage übrig. Kennst du das, wenn die Mädchen gar nicht über dich reden? Hahaha. Ha, ha. Ja. Warum? Oh, das sieht nicht gut aus gerade für mich. Scheiße. Oh Gott. Wenn man dann auf einmal keine Angriffe zieht. Oh! Ich dachte, ich kann keine Tränke kriegen. Oh, kriege ich auch nicht. Okay. Puh. Erhalte 2 Energie. Nimm Skelass oder Durchdrehen. Ich finde die beide ziemlich gut. Ich glaube, wir nehmen Durchdrehen, weil ich sonst nichts habe, was mir zusätzliche Energie gibt. Denk mal, man hat einen guten Kampf gespielt, dann zieht man so in der Hand. Ja, so ist das Leben. Deckst einen bunten Laden. Verliere 40 Gold, verbessere 2 zufällige Karten, verliere 60 Gold. Nö, verbessere mal. Schlagen. Nee. Verbessere mal 2 Karten für mich. Dankeschön. Energie, hast du eigentlich schon viel? Ja, die eine mehr kann ja nicht schaden.
Metamorphose finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Teuflische Klinge. Lass dich mal einen teuflischen Kinnhaken. Und Schlag plus. Er wird eh nicht angreifen. Ja, verteidigen. Ich meine, an dem wirklich auch verteidigen. Außer von Schrick da. 73 Monate. Resub, baby, lieben Dank. Ich bin hier, um mich später selbst in der Streamaufzeichnung zu sehen. Was habe ich verpasst? Ich habe das Spiel angefangen. Ich habe zwei Isaac Runs gemacht. Ich habe die Mädchen immer angelächelt und dann habe ich mit dem Finger. Und dann haben sie mit dem Finger auf mich gezeigt. Ich glaube, die mochten dich. Wussten nur nicht ganz, wie sie es zeigen sollen. Weil habe ich jetzt wirklich nichts, womit ich angreifen kann? Ja, Wahnsinn. Hier wird erstmal nicht viel geknüppelt. Flammenball plus, eben ein guter Anfang. Erschöpfe alle Handkarten außer Angriffe, füge 16 Schaden zu. Und 28. Sehr schön. Und ich habe genug Verteidigung. Oh nein, ich brenne. Ich habe doch nicht genug Verteidigung. Ich brenne. Wirklich? Ja, ja. Das heißt, dass die dich mochten. Füge 11 Schaden zu. Mit jedem Spielsakat erhöht sich der Schaden in diesem Kampf um 5. Das ist ziemlich cool. Yes. Ich wollte gerade sagen, wenn der nochmal zuschlägt, werde ich aber ein Problem haben. Aber easy. Gar kein Problem. Füge Schaden in Höhe deines aktuellen Blocks zu. Das hat mir schon. Alte F-Block, ziehe eine Karte. Füge 5x2 Schaden zu. Geschäft. Also, wenn ich damit, wenn ich in Kondition mit Prügeln noch irgendwas habe, was ein bisschen mein Damage generell erhöht. Ne, Prügeln plus ist fantastisch. Prügeln plus ist fantastisch. Das ist wie in der Schule. Das ist fantastisch. Komm, nochmal komplett aufheilen. Nehmen wir mit. Händler. Wir gehen zum Händler. Ist besser als zu kämpfen. Hörst du mal mit Aufheben? Zwei zufällige Angriffe. Als zu Beginn jedes Kampfes 3 Stacheln. Gib mir mal Leiden von Angriffsschaden Schaden zurück. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wähle eine Karte aus dem Abwurfstapel und nimm sie auf die... Tränke. Das sonst sind Tränke. Nee, kann ich nicht mitnehmen. Als zu Beginn eines Zuges 2 Stärke und alle Gegner erhalten 1 Stärke. Will ich auch. Das war mein Aufheben, 2 zufällige Angriffe. Mische deinen Abwurfstapel den Nachziehstapel, ziehe 2 Karten. Oh, die Stacheln sind zu Beginn jedes Zuges. Ist noch besser. Ich will nochmal entwaffnen plus, ehrlich gesagt. Oh, ich habe noch mehr Geld. Ein tiefer Atemzug, direkt 3 Karten ziehen. Sagen wir doch nicht nein. Sagen wir doch nicht nein. Oh, wir nehmen... Ich fühle mich mutig, wir nehmen den stärkeren Gegner. Der hat 500 HP, warum habe ich das gemacht? Bin ich dumm? Für jede Karte, die in diesem Zug ausgespielt wird, erhält Riesenkopf 10% mehr Schaden von Angriffen. Was, wenn ich das jetzt sehe, dann ziehe ich einfach 3 Karten. Okay. Kann ich auch irgendwie schwach machen? Nee. Schöpfe eine Karte, ziehe dann 3. Wir brauchen empfindlich erstmal nicht. Ich suche natürlich hauptsächlich nach Karten, die es mir ermöglichen, einfach so gespielt zu werden. Erschöpfe deine Hand, füge pro erschöpfter Karte 11 Schaden zu.
Er nimmt mit jeder Karte, die ich gespielt habe, noch mehr Schaden. Wir machen das. Wir machen Prügeln plus. Dann machen wir das noch. Dann machen wir noch das. Was haltet ihr von der Runde? Ist das Drakengard-Ending eh? Ja. Was haltet ihr von der Runde? Ich befürchte, diesmal kann ich nicht ganz so viel machen. Komm, wir nehmen erstmal den Block mit. Begann Gegnern 6 Schaden zu, heile. Nee, das brauche ich nicht. Naja, gut. Okay. Fuck. Jede gespielte Karte nimmt er mehr 10% mehr Schaden. ...50 Schaden! Riesenkopf! Statt mit Entwaffnen plus. Noch einmal verteidigen. Ich gebe mir 3 Angriff. 12 Schaden. Zusammenstoß. 32. Das war nicht genug. Au. Au. Das wird wehtun. Au. Ich glaube, ich brauche Schmettern erstmal, bevor ich irgendwas anderes mache. Fuck. Oh Gott, es hat gereicht. Ich wollte gerade sagen, es sollte das nicht reicht. Wenn TP unter oder genau 50% sind, erhalte 3 Stärke mehr. Sehr schön. Tränke kann ich eh nicht mitnehmen. Nimm 2 Wunden auf die Hand. Erhalte 20 Block. Ja. 20 Block haben oder nicht haben? Warum habe ich das? Nein. Warum habe ich das geöffnet? Wähle beim Aufheben eine Fertigkeitskarte. Diese Karte ist zu Beginn jedes Kampfes in deiner Hand. Oh. 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 Mit welcher Karte will ich denn starten? Ich glaube, Entwaffnen Plus ist halt echt nicht verkehrt. Oder ich nehme die Karte, die bringt das, wenn ich Schaden nehme, dass ich dann mehr Angriff bekomme. Wir nehmen Entwaffnen Plus. Traue mich nicht weiterzugehen, ich werde mich aufheilen. Stacheln, Explosiv, Artefakt.
Wie viel habe ich denn? Okay, das reicht. Wir machen Entwaffnen auf den. Negiert, okay. Schön. Kein Stress. Keine Energie. Okay. Zwei Stacheln. Das gefällt mir gar nicht. Tiefer Atemzug. Oh, fuck. Ich sehe gerade, wir müssen den da loswerden. Der bekommt ständig mehr Rüstung dazu. Ist überhaupt nicht gut. Ist überhaupt nicht gut für mich. Und das? Zu wenig Energie? Ah, fuck. Fuck. Zu wenig Energie. Wie lange geht eigentlich ein Run in diesem Spiel? Kinnhaken auf ihn. Au. Wieder lebt noch. Eine gute Stunde. Alte Fehlstärke. Oh. Füge 8 Schaden. So, mit jedem Spielen dieser Karte erhöht sich der Schaden in dem Kampf um 8. Nee, wir nehmen Muskelspiel Plus mit. Normal spielt 1,5 Stunden, okay. Wir machen Gegner. Es sind schon wieder diese komischen irgendwas hier. Weiß nicht mal, wen ich überhaupt entwaffnen soll. Ja, Wahnsinn, ich habe nichts, um anzugreifen. Naja. Eine nette, gute Stunde. Oh ja, die nehmen wir Schaden durch die Stacheln. Ja, das hilft ein bisschen. Ist das nicht ein Hearthstone-Spieler? Stell dir mal vor, jemand, der Hearthstone spielt, würde ein anderes Kartenspiel spielen. Kann ich mir nicht vorstellen. Entflammen. Das macht zu wenig Schaden. Das macht ausreichend. Schnitter. Schnittig finde ich das. Und weg mit dir. Wo nennt mich dieses Lied? Nennt mich das an Twilight Princess? Dieser Teil. An irgendeinem Spiel erinnert er mich. Ich weiß nicht an welches. Das erinnert mich nicht an mich, Schnitter. Ah, ich muss gar nicht. Shit. Ich dachte, ich hätte das auf der Hand, was bewirkt, dass ich nur Angriff auf der Hand haben darf, um das einzusetzen. Naja. Früher mal ist inzwischen der beste Slay the Spire-Spieler analysiert, aber auch immer alles tot. Ist Slay the Spire ein Spiel, in dem man sagen kann, dass jemand der Beste ist? Kann man, hat das einen Online-Modus oder so? So gibt es 2 Kopien einer Angriffs- oder Machtkarte auf deiner Hand. Oh, das gefällt mir. Ja, schon. Außer von Carvet 97, frischer Sub, wie lieben Dank.
Kampfbelohnung, seltenes Relikt. Wie soll ich da Nein sagen? Verstärken. Erhält am Ende des eigenen Zuges 3 Stärke. Oh, fuck, ich bin tot. Oh, fuck, ich bin tot. Na, ist okay. Der erste geht schnell down. Man geht dabei auf Winrate. Es gibt Runs, die nicht gewinnbar sind, aber dementsprechend sind 100% fast nicht erreichbar. Und man kommt extrem nah dran. Da, wenn ich so an andere Roguelikes denke, wie zum Beispiel Isaac oder so, ich meine, es gibt Leute, die wirklich gut sind, aber ich weiß nicht, ob man sagen könnte, dass jemand zwangsweise besser ist als alle anderen oder so. So machen. Wir geben den Kinnhaken, kriegen so einen Schlag. Block. Dann können wir noch ein paar Karten ablegen. Wir legen die Reue ab, ehrlich gesagt. Ich habe nichts bekommen, was ich spielen kann. Ist das Spiel auch Pay to Win wie Hearthstone? Nee, oder? Das ist ein Singleplayer. Ich meine, du kannst das Spiel kaufen und dann... gewinnst du oder gewinnst du nicht? Okay. Soweit so gut. Isaac ist auch jeder Run theoretisch schaffbar. In höheren Slayer Spire Runs nicht unbedingt, glaube ich. Ja, das stimmt. Beziehungsweise man kann nicht jede Route in Isaac in jedem Run machen, aber ja, jeder Run ist an sich gewinnbar. Fertigkeit. Ich hätte gern ein paar HP von dir. Und dann stirbst du. Oh, wir sind wieder voll geheilt. Eis. Energie wird hier zwischen Zügen aufbewahrt. Oh, yes. Aber dem Schlagbuch, der ist neutral. Eis ist brutal gut, ja, vor allem bei den Temperaturen. Oh, der schon wieder. Der schon wieder? Kann ich gar nicht leiden. Ja, dann würde ich sagen, Angriff ist auf null. Wir sparen. Eis ist ungesund. Du kannst auch Wassereis zu dir nehmen. Also von Pixar 96, 27 Monate. Resub, wie lieben Dank. Dann schnittern wir noch. Okay, nächste Runde. Also von Grandlat 12 Monate. Ein Jahr. Resub, wie lieben Dank. Es gibt einen Achievement dafür, einen Schwundling zu killen, ohne dass er halt flüchtet. Ja, ich denke, das sollte auch nicht... Ich meine, ich habe das Gefühl, es sollte nicht so schwer sein, oder? Ich meine, ich kann mich natürlich komplett täuschen. Oh, fuck, nein. Zusammenstoß hat ein bisschen alles ruiniert. Naja. Beziehungsweise die eine Karte hat gerade ein bisschen alles ruiniert. Herr, warte, habe ich jetzt damit alle Fertigkeiten abgelegt und gar nicht alle Handkarten? Ich habe irgendwas falsch verstanden. Wie auch immer. Runde überstanden.
Habe 9 Energien in einem einzigen Zug. Ich habe ein Achievement bekommen, weil ich so gut bin. Zieh 2 Handkarten. Ja, das würde ich gern machen. Okay. 16 Block. Noch ein Block. Können wir behalten die Energie doch eh. Karte ist erschöpft. Alle Karten in deiner Hand außer Angriffen. Also wenn du nur Angriff hast, erschöpfst du nichts. Die Karte ist quasi gratis. Okay. Okay, okay, dann habe ich es richtig verstanden. Doch noch. Kinnhaken. Das. Ja, würde ich sagen, bleibt nicht viel Schaden übrig, mein Alter. Und wir haben gewonnen. Das lief gut. Ich habe das Gefühl, der Flammenwall ist super hilfreich. So, und diesmal können wir was schmieden. Ich würde gerne meine Karte, mit der ich starte, schmieden. Nein, warte, die. 5 ist auch nicht so viel besser. Wo ist meine Startkarte? Ach, die ist schon stärker. 5 zufällige Angriffe! Also, wir entwaffnen erstmal den hier. Dann schmetter ich eine Metamorphose raus. Wird eingeschüchtert. Greif mir den an. Greif mir den an. Ich wünschte, ich hätte Verteidigung. Ich wünsche dieses dumme Zeug, wenn ich die ganze Zeit im Bild. Das ist wohl ein Nachteil, wenn man mit Controller spielt. Nochmal Muskelspiel. Zorn auf ihn. Dann nochmal Zorn auf ihn und er ist tot. Ich habe das lieber gemacht, weil ich hatte das Gefühl, dass wenn ich, ich hätte ihn eh nicht gekillt mit der anderen Karte. Schöpfe deine Hand, füge pro erschöpfter Karte 13 Schaden zu. Lohnt sich jetzt auch nicht wirklich. Nehmen aber den Schild. Dann machen wir einen Schnitter. Ich habe das Gefühl, ich erschöpfe gerade zu sehr meine Hand. Und der Kultist geht mir wirklich auf die Nerven. Alter 5 Block, füge 11 Schaden zu, warte. Fang damit an. Schwach und verwundbar. Und jetzt das. Er ist weg. Dann machen wir Flammenwelle Plus. Und er wird geprügelt. Es ist Prügelsaison. Ja, der Erweckte ist nicht mehr lange der Erweckte. Er ist bald der Erschlafene. Komm, unempfindlich. Dann machen wir uns keine Sorgen darum, Schaden zu nehmen in dieser Runde. Zieh 2 Karten, lege eine Handkarte auf den Ablagestapel. Ja. Komm, die kann weg. Erhalte 3 Stärke. Ist verlockend. Ich glaube, wir machen einfach einen normalen Schlag. Ich glaube an das Herz der Karten. Ich glaube, so sein das Herz der Karten. Ihr habt keine Ahnung. Aber er regeneriert jede Runde 10 TP. Ist ein bisschen nervig. Zwei Kopien einer Angriffs- oder Machtkarte.
Freunde, 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 Freunde. Wir müssen... Ah ja, er ist schon schwach. Naja. Ich glaube, wir bringen den Kampf zu Ende jetzt. Was haltet ihr von dem Vorschlag? Grrr! Was grrr? Aber die Schnauze mit deinem Grrr. Halte 20 Block. Okay. Gegnerzug. Oh. Das ist also das Problem an dem Typen. Schön, 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 schön. Und jetzt macht er auch richtig viel Schaden. Schön, 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 schön. Fuck! Außer von Alpha Erpe, 11 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Oh mein fucking Gott. Ach Gott. 45 Schaden macht er jetzt? Ach du Scheiße, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Du machst das? Ich glaube, es sieht nicht gut aus. Ich befürchte, es sieht gerade gar nicht gut aus. Schaden um 3 senken, wichtig. Ich selber halte 3 Stärke, wichtig. 16 Block. Wichtig. Reicht aber nicht mal ansatzweise. Ich habe auch keinen Trank, den ich einsetzen kann. Ich befürchte, es war's, liebe Freunde. Entweiht. Was du sähst, das erntest du. Ich denke, für den ersten Run lief das okay. Wenn ich das mal so sagen darf. Neuer Charakter. Hauptmenü. Ich würde sagen, das war doch ganz spaßig soweit. Und ich meine, es lief gut, oder? War ein super starker erster Run. In meinem bin ich nicht so weit gekommen. Ja. Yeah. Wie gesagt, hat mich an sich auch sehr an Monster Train erinnert.